SOS Sick of Silence kommen junge Menschen zu Wort, die vom Schicksal ausbremst worden sind. Es getrauen sich nicht alle, offen über ihr Schicksal zu reden. Wir geben aber diesen Menschen eine Stimme. Ihre Geschichte wird von einer Schauspielerin erzählt. Das ist die Geschichte von Svetlana. Sie ist 28. Also mein Vater war ein Alkoholiker. Ich bin von 7 weg bis 18 konstant geschlagen worden. Also wirklich tagtäglich, Spitalreif. Meine Mutter ist auch darunter gekommen. Ich habe jedes Mal gesehen, wie sie ein Messer am Hals hatte. Und was ich einfach schlimm finde, oder was ich heute immer noch mitnehme, ist einfach die Polizei. Also meine Nachbarn, immer wenn mein Vater geredet hat, haben sie gewusst, okay. Also sie haben gewusst, dass ich leide eigentlich. Und dann haben sie einmal geläutet und manchmal hat mein Vater auch aufgehört. Aber es gibt auch Male, wo er nicht aufgehört hat. Und dann ist die Polizei gekommen. Und ich als Kind musste dann die Türen öffnen, weil meine Eltern nicht Deutsch konnten. Und ich so völlig irgendwie, ja, Tränen weggewischt mit 12 oder 11, ich weiß doch nicht mehr. Und dann hat die Polizei so gefragt, ist alles in Ordnung bei ihnen? Die Nachbarn sagen, sie schreien viel. Also zu meinem Papi. Und dann haben sie gefragt, warum schreien sie denn? Und dann musste ich sagen, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Und dann hat die Polizei gesagt, wissen Sie was, schreien Sie doch, wenn Juve spielt oder so, aber nicht, weil Ihre Tochter die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja, die haben mich völlig nicht ernst genommen. Und das ist so, was ich gefunden habe, ich bin so allein, ich als Kind. Ich bin spitalreif geschlagen worden, ich musste lügen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, schau, jetzt, wenn du ins Spital gehst, also sie ist ja mitgekommen, hat sie gesagt, schau, du sagst, deine Schwester hat dich geschupft an den Kanten an. Dabei hat mir mein Vater ein Schüssel ins Gesicht gerührt. Und meine Mami hat am gleichen Tag gesagt, sie trennt sich von meinem Papi. Und für mich war das so, wow, so schön, ich habe den nicht mehr daheim. Aber im Endeffekt, also ich hatte eine Gehirnerschütterung wegen dieser Schüssel. Und eigentlich wollten sie mich 4 Tage im Spital behalten. Aber mein Bruder hat am 6. 8. Geburtstag gehabt und dann haben sie gesagt, ja, wenn es dir besser geht, wäre doch schön, du würdest heimkommen mit 4. Geburtstag von deinem Bruder. Und ich so, ja super, oder? Und ich komme am 5. aus dem Spital und meine Mami ist wie immer am Abend arbeiten und ich komme heim und sehe meinen Vater daheim. Für mich war das so ein Schock gewesen, der Mann wieder daheim. Und am gleichen Tag bin ich verprügelt worden. Es war so unerträglich gewesen. Ich habe mich als Kind so alleine gefühlt. Und das Krasse ist, ich habe mich mal bei jemandem austauscht, bei einer Dame, die Evangeliestunde gegeben hat, immer am Donnerstag, am 4. am Nachmittag. Und sie hat gemerkt, dass ich etwas habe. Und hat mich dann angesprochen. Und ich war klein und habe ihr dann angefangen zu erzählen, ja, mein Papi spuckt mich einmal an. Und er sagt mir, ich bin zum Kotzen und so. Und für sie war das wie nicht verständlich gewesen. Aber für mich war das vollkommen normal gewesen. Und sie hat dann gesagt, sie muss das jemandem melden. Und sie hat dann so Frauen von der Gemeinde gemeldet. Ich weiß irgendwie auch nicht, was das für Frauen waren. Aber im Endeffekt haben meine Eltern einen Brief bekommen. Also sie sind auf die Gemeinde eingeladen worden. Und ich so, ui nein, weil ich habe nicht gewusst, dass das passiert, wenn ich mit diesen Frauen rede. Sonst hätte ich das niemals gemacht. Und meine Eltern sind dann auf die Gemeinde. Und dort haben sie dann meinem Vater gesagt, sie dürfen ihre Tochter nicht mehr anlangen, bis sie 18 ist. Und am gleichen Abend, als sie heimgekommen sind, bin ich natürlich wieder verprügelt worden, weil ich ja meine Eltern verpetzt habe. Dort ist meine Mutter wirklich fast in Ohnmacht gefallen. Ich weiß nicht, was mich irritiert hat, ist immer, meine Mutter hat immer gesagt, sie trennt sich von meinem Papi. Aber am Schluss war immer der Grund, die Angst vor dem Nicht-Überleben nur mit dem Lohn ohne den Papi. Darum hat sie sich nicht getrennt. Und dafür habe ich einfach immer gelitten. Ja, ich habe von 7 weg schon gesagt, also, ich habe so ein Tagebüchlein geführt, mega herzig. Und ich habe letzthin vor 2-3 Jahren, habe ich dort hineingeschaut und ich habe dort schon geschrieben, mit 7, ich möchte sterben. Ich habe mich auch recht viel geschnitten, an den Beinen und am Bauch. Ich hatte mega Komplexe mit mir, ich war auch übergewichtig. Und ja, ich habe mich einfach nicht gerne gesehen, weil ich die Selbstliebe nie gefunden habe. Ich habe mich in meinen jungen Jahren auch beweisen. Ich habe mir Männer gesucht, konstant die Vaterliebe gesucht. Und ja, ich habe mir Männer gesucht, die aggressiv waren. Vor meinem Mann hatte ich einen, der mir immer das Messer angehalten hat. Und ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche jemanden, der mich... Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich erniedrigen. Also, ja.
Und dann im Oktober 2007 bin ich vergewaltigt worden. Und dann hatte ich einfach einen Monat lang Stille. Also ich habe niemandem etwas gesagt und ich habe einfach gefunden, ich mag nichts mehr. Und ich habe mir auch recht viele Vorwürfe gemacht. Ich habe mich schuldig gefühlt, weil also ich mir einen Joint bauen lassen, also Gras, ja. Und dort bin ich dann eben von diesen zwei Monaten, ja. Und dort, ich habe nicht mehr mögen, ich habe nur noch gehen. Bis ich mich dann geöffnet habe. Und als ich dann gesagt habe, was alles so abgelaufen ist, hat man mir schon gesagt, ja, ich bin nicht schuld. Und niemand hat das Recht. Und jenste Sachen hat man mir versucht zu sagen. Aber ich konnte das einfach nicht glauben, weil ich bin ja dort angegangen. Ich bin schuld. Ich bin gegangen. Ich bin schuld. Und ich bin dann recht abgestürzt. Also ich habe Drogen genommen, Gocki und ja. Und ich habe dann gemerkt, ich muss weg von Basel. Und ich bin dann auf Bern gegangen und habe dort zum Geld verdienen auf ein behindertes Kind geschaut. Und ich habe mich dort aber mehr und mehr alleine gefühlt und bin mehr und mehr verschlossener geworden und habe dann gemerkt, es lohnt sich nicht in Bern zu bleiben. Ich war dort auch 16, 17 gewesen. Ja. Und jetzt gerade im Moment bin ich wieder in einer repressiven Phase, wo ich einfach meinem Mann gesagt habe, es ist besser, wir trennen uns. Auch wenn er eigentlich glücklich ist, aber ich immer das Gefühl habe, er leidet die ganze Zeit. Und obwohl das nicht stimmt, er hat es mir gesagt. Aber es ist einfach ein Gefühl, das ich immer wieder habe, dass ich einfach nichts wert bin. Und ja, ich kämpfe fast tagtäglich mit dem, ich bin gut, ich mache es gut, ich kann das. Und doch mache ich eigentlich nichts. Also es ist wie nicht real für mich. Ich bin jetzt seit 8 Jahren mit meinem Mann zusammen. Es ist ein lieber Mann, ein verständnisvoller, ein ruhiger Mann. Er hat meine Geschichte von Anfang an gewusst. Ja. Und mit meinem Papi, also ich muss ehrlich sagen, heutzutage habe ich eigentlich gut mit meinem Vater. Er ist nicht mehr Alkoholiker, weil die Ärzte haben ihm gesagt, wenn sie weiter trinken, dann ciao, tschüss. Und seitdem hat er sich einfach um 360 Grad gewendet. Weil er war wirklich ein Monster für mich. Also ich habe ihn wirklich als Monster gesehen. Aber er war unter einem Einfluss, also Alkohol. Er war nicht ein Mensch, also sich selber, der er heute ist, ohne. Er hat auch wie nicht geschnallt, dass er mir so richtig viel Leid zugefügt hat. Und ja, ich habe ihm ganz klar gesagt, ich verzeihe dir. Aber vergessen will ich nie, was er... Ja.